Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time Report hier. Akka hat gerade die Kinder gerettet. Herr Ak, du bist nicht unter seiner Kontrolle. Wie die anderen Roboter. Bombig, warum sollte ich das sein? Der Kontrollstil war in meinen Beinen, das habe ich nicht mehr. Ak, gilt das auch für die äußerste Einheit? Vermutlich. Nimm das linke Bein im Visier. Oh nein, du wirst. Das wirst du nicht. Also, es geht kürze Beine. Okay, wir haben uns wieder aufgeladen. Also wir uns nicht, aber das Viech hat sich aufgeladen, aber es hat weniger Energie. Ich heile mich nochmal schnell und dann kämpfe ich nämlich voll mit. Ist ein Scheißkampf auf jeden Fall. Aber das ist ja hier schon. Wenn ich das ein Scheißkampf ist. Ich hätte am liebsten bessere Schutzkleidung oder so. Für irgendwas anderes. Okay, wir sind bei unter 50%. Ich spamme einfach nur die Maustaste und hoffe, dass das Viech down geht. 19%. 10. Okay, jetzt greift mal wieder an. 5, 4, 3, 2, 1. Das, die Oasis ist down. Du hast verloren, gib einfach auf. Habt ihr vergessen, was in den Ruinen passiert ist? Wir haben keine Angst vor dir. Wir knöpfen ihn uns gemeinsam vor. Deine Beerdigung. Au! Das Schwert tut arschweh und ich lade jetzt mal kurz nochmal auf. Sind meine letzten Healpacks und dann habe ich nichts mehr zum Healen. Scheiße. Ich habe wirklich nichts mehr zum Healen. Fuck, ich habe gar nichts mehr. Also nehme ich Abstand. Ich nehme Abstand, weil das ist nicht gut. Ach Gott, das ist alles zerstört. Die unsere schöne Stadt, unsere Schule ist einfach weg. Okay, sollen die drei mal kämpfen? Remington geht erstaunlich wenig K.O. Aber der mysteriöse Ritter hat einfach 48 Level mehr als ich. Und das ist leider unmöglich, ihn so zu besiegen. Vor allem, wenn ich kein Healstoff mehr hoffe. Deswegen müssen wir jetzt leider ein bisschen warten, aber spannender Kampf. Die anderen drei gehen ja auch nicht K.O., also ist das schon in Ordnung. Jetzt muss ich nur kurz auf die Uhr schauen, aber ich habe bei 20 Uhr einen Stream angesagt und das wird ein bisschen knapp werden. Ich muss vorher nämlich noch Folgen planen. Aber ich müsste es schon noch fertig kriegen, schnell. So. Er ist auf jeden Fall nicht mal bei der Hälfte. Das ist auch ganz interessant. Aber ja, ich habe es gestern, also an den Tag davor gesagt, dass ich eben vor genau ein Jahr, einen Tag später oder so den Kampf hatte und das ist genau derselbe Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob der immer am 27.04. einfach dieser Kampf stattfindet, aber ich glaube schon irgendwie. Alter, der soll mal ein bisschen weggehen, am Schluss kriege ich hier noch auf die Fresse. Alter, der macht aber gescheit Schaden, also vor allem er hat ein Leuchtschwert, das würde ich ja gerne. Ist gleich unter 50%. Aber das war voll mutig von Toby, dass er einfach dieses Energieteil gemopselt hat. Das ist er gleich unter 50, da könnte vielleicht was passieren, vielleicht kommt eine Szene, ich weiß es nicht mehr. Also ich habe den Kampf nur einmal gesehen. So, jetzt ist er bei 47, also der Kampf, der... Die mysteriösen Ritter besiegen. Aber die anderen drei, die hier, die haben scheinbar trainiert, die gehen nicht mehr so schnell down, die haben mehr HP. Boah, wie... Der Typ auch irgendwie immer dieselben Attacken macht, der hat immer dieselbe Attacke. Also wenn man das abstimmen würde, würde man wissen, wann man angreift und wann man ausweicht. Aber da ich blöd bin und nicht kämpfen möchte, ist mir das eigentlich egal und ich schaue den einfach beim Kämpfen zu. Ich kann da unter 10 kann ich damit machen, aber ansonsten, ich habe nichts mit zum Healen, das geht nicht. Na, wir sind jetzt eh gleich down. 25. Haut mal drauf, Leute. Alu, mach deine Attacken. So, 20 hat er noch. Der mysteriöse Ritter. Und es ist ein neues Event. Was passiert?
We have to protect our home. Welcome to the real world, Amber. Strong always eat the weak. Huh? Django? Uncle Django? Who are you? It's not honorable to ask for a name before giving one. So useless. Do knots nowadays depend so much on ancient gadgets? So undisciplined. You're a failure of a knot. The lightning fist. You're the storm knight. Django ist der Sturmritter. No, I can't win against fools. Hey, er hat sein Schwert vergessen. Yes, I think he's learned his lesson. He'll probably never show his face in Portia again. What a mess. Okay, nächster Tag einfach. Ich wach mal auf. Wir sind auch ein Level hochgestiegen. Hallo, Emily. Toll. Ja, cool. Was kann ich denn jetzt nehmen? Ah, wir haben eigentlich immer das hier jetzt weggenommen. Gut. Dann schaue ich mal nach draußen. So, es steht jetzt irgendwie vor meiner Tür und meint so, Alter, hallo dir, Leila, du bist dran. Es tut mir leid, dich mit dem, was gestern passiert ist, zu stören, aber ich hatte die Aufgabe, die Schäden an der Stadt zu reparieren. Unnötig zu sagen, dass ich denke, deine Hilfe ist nötig, um ein paar Materialien für mich zu besorgen. Womit kann ich helfen? Nun, die zwei vorrangigen Punkte auf der Liste von Minz sind die Schule und das Tor. Worum willst du dich kümmern? Ich werde alles an Higgins, ich übernehme beide. Oh, okay. Oh, verstanden. Ich habe mir bereits gedacht, dass du ein bisschen beschäftigt sein könntest. Auf jeden Fall brauche ich für die Schule 50 vulkanische Ziegel, 100 Steinziegel, 100 Verbundholzbretter und so. Danke, das ist ja so gut wie nichts. Du hast eine Menge Arbeit geleistet. Eine Menge Leute haben... Ich bin mir sicher, die meisten von euch haben gehört oder gesehen, was gestern passiert ist. Ich werde alle Bedenken besprechen und an diesem Sonntagabend eine Veranstaltung haben. Okay, ja. Okay, behalten. Wir würden dich gerne zum eigenen Gildenpreis einladen, der morgen in der Gebäude stattfinden wird. Okay. Morgen kriegen wir also was von der Handelsgilde, okay. Ja, dann schauen wir mal. Räumen wir jetzt erstmal unser Inventar auf, weil wir haben jetzt gestern echt eine Menge Zeugs bekommen. Gut, da haben wir auch noch was für Aki. Okay, dann ziehe ich mich jetzt erstmal um, weil diese Bedrohungskarten, die sind schön. Wir haben es geschafft. Sind froh, dass wir leben. Gut, aber ansonsten mögen uns die Leute jetzt eigentlich mehr. Mögen die uns mehr? Ich glaube nicht. Also wir wollen uns heute bei Ruber einschleimen. Und bei Presley wieder. Hä, da hat jetzt doch gerade Adi gefehlt, oder? Hä, ich blöd. Nee, da ist Adi. Also, da habe ich auch irgendwie gesehen, dass der demnächst so aufsteigt. Okay. Ne. Okay, 50 vulkanische Ziegel, 20 Zement. Okay, das können wir alles in Auftrag geben. So, du machst vulkanische Ziegel, die haben wir schon, okay. Wir crappen uns gleich mal alles, was wir schon haben, crappen wir uns direkt mal raus, würde ich fast sagen. Die Sachen sind dann zu beschenken da. So, wir holen uns jetzt erstmal raus, was wir schon haben. Jetzt zum Beispiel brauchen wir die vulkanischen Ziegel. Vulkanische Ziegel. Aluminiumplatten brauchen wir auf jeden Fall. Aluminiumplatten, ja. Ziegel, erhärteten Lehm brauchen wir. Buntholzbretter habe ich gelesen. Jetzt muss ich nochmal schauen, was brauchen wir noch? Zement. Ich brauche noch Zement. Holzsäulen und wasserdichter Stock. Okay, Zement kann ich ja hier anfertigen, wenn ich da keinen mehr habe. Erhärteten Lehm. Ach, ich habe Zement. Ich habe irgendwo Zement. Also suchen wir den Zement, den ich irgendwo versteckt habe. Es ist gerade so ein bisschen Chaos. Die ganze Dorf ist zerstört und keine Ahnung. Oh, das ist auch noch der wasserdichte Stoff. Und nur noch den Zement. Und dann die Holzsäulen. Die Holzsäulen sollten ja ohne Probleme hinbekommen. Ich glaube, kein anderer einfach so, ja, habe ich eigentlich alles da, muss ich nur raussuchen. Kleinen Moment, bitte.
Ich glaube, kein anderer Spieler war jetzt so einfach so, boah, ich habe das eigentlich alles da. Das ist kein Stress für mich. So, 4, 4, 20, 20, jo. Das sollten wir alles haben. Einfach so, boah. Da, hier, nimm mal. Wer braucht hier hinten was von uns? Das ist bei der Kirche oben. Irgendwie geht gerade zur Kirche hoch. Heute ist Sonntag, da muss man auch noch beten. Wir beten, dass die Stadt nicht untergegangen ist. Hier, Alice braucht was. Nein, ja, ich sollte deine Szene schreiben. Wie leicht. Alice, du scheinst beschäftigt zu sein. Wie üblich, was gibt's? Oh, grüß dich, Layla. Oder soll ich dich den Helden nennen? Hihi. So gut wie mein Blumenladen läuft, habe ich mich mal wieder ins Schreiben meines Romans vertieft. Ich habe in meinem Kopf eine wichtige Szene ausgedacht, aber ich kann doch nicht den richtigen emotionalen Ton finden, um ihn Worte zu fassen. Ich muss die Szene gespielt sehen. Sagst du zu? Klar, ich kann ein Held sein. Der Held scheint zurückgekehrt zu sein. Treffen wir uns am Apfelbaum außerhalb der Baumschule. Okay, das machen wir dann auch gleich. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, das war's für diese Folge. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht bei My Time Report hier. Bis dahin. Tschüss.